Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und gestern ist ja was Neues auf Instagram announced worden. Und darüber reden wir, denn es geht auf die Stufe 2 der Friesen zu. Und es hat sich einiges getan. Ihr erinnert euch vielleicht ja noch, auf der Star Stable Seite wurde vor einiger Zeit über die neuen Friesenmodelle berichtet. Und das Ganze sah dann so aus mit den ersten von diesen wunderschönen grauen 3D-Modellen. Da hat wir auch gesagt, so hey, hier, das sind die 3D-Sculpt und ZB-Rush, also die Z-Brush-Modelle. Die waren ja noch absolut im ersten Early-State. Jetzt dann später, nachdem sie auch schon so diese ersten Zügelsachen über die Mittelalter-Zügel announced hatten, sind wir nun bei der nächsten Version. Und diese Version sieht so aus. Und da habe ich auch tatsächlich gesehen, einige Leute feiern das. Andere Leute sagen so ein bisschen so, da sind aber definitiv noch ein bisschen Fehler drin, die man ausmerzen könnte. Also das Erste ist auch, dass gefragt wurde, welche Ideen und Wünsche, welche Farben wollt ihr eigentlich haben? Hier zum Beispiel in der deutschen Variante heißt es dann nämlich genau, hier habt ihr ein besseres Verständnis dann nämlich für Licht und Schatten und Muskeln in den verschiedenen Farbvarianten und helft uns dabei zu entscheiden, welche Farbvarianten wir machen sollen. Wenn wir mal ehrlich sind, dann habe ich mich mal ein bisschen informiert, auch dahingehend Dankeschön an eure Hilfen, gibt es ja die Friesen eigentlich nur in schwarzen Färbungen. Und wir hoffen mal, dass jetzt die Friesen nicht nur klassisch rein schwarz reinkommen. Welche Farben hättet ihr gerne bei den Friesen, auch wenn es dann natürlich keine reinrassigen Friesen dann wären. Aber war ja bei den alten Friesenmodellen auch nicht so. Also welche Farbvarianten hättet ihr gerne bei den Friesen? Und hier gucken wir uns erstmal so diese derzeitigen neuen Bilder an. Und ich muss sagen, also erstmal finde ich, dass ein bisschen am Fesselbehang noch gearbeitet werden muss dann hier. Ich hoffe, dass auch die Füße so ein bisschen, die Füße sage ich schon. Also erstmal die Muskelpartien finde ich selber ziemlich gut gemacht bisher. Also das sieht auf jeden Fall richtig gut gemacht aus. Die Muskeln und die Schatten finde ich richtig gut. Aber ich finde, die Proportionen stimmen bei dem Bild hier noch nicht so ganz, kann man zumindest sagen. Weil ich finde, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen genauer anschaut, habe ich das Gefühl, dass es nicht so hundertprozentig passt. Und man hofft natürlich auch nur, dass das so das unterste Layer ist, dass da oben noch so ein bisschen was drüber gelegt wird, weil es wirkt teilweise so ein bisschen noch so wie das Skelett. Gerade wenn man hier so bei der Schnute so ein bisschen hinschaut, wirkt das hier vorne wie so ein Dorn. Also es wirkt so, als wäre das schon noch so ein halbes Skelett. So. Das stört mich so ein bisschen. Wenn man hier so ein paar Dinge anguckt, hat man das Gefühl, dass an ein paar Stellen so ein bisschen der Schritt in die falsche Richtung gemacht wurde von dem ursprünglichen Modell her. Wenn wir uns nämlich das ursprüngliche Modell her mal angucken, da wirkten die Proportionen noch ein bisschen anders und da hatten wir auch nicht dieses Problem mit der Nasenpartie. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt zwischen diesen beiden Bildern passiert ist, aber ich habe das Gefühl, da hat sich so ein bisschen was getan in eine Richtung, die ich jetzt nicht so perfekt finde. Also das ist jetzt zwar nur meine erste Meinung, aber ich bin auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber persönlich würde ich sagen, das Grundmodell fand ich fast besser von der Richtung, die man vermuten konnte. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Seht ihr das ähnlich? Was stört euch daran? Und eben, wie gesagt, welche Farbvarianten wünscht ihr euch bei den neuen Friesen? Ich bin gespannt, was ihr da so in die Kommentare reinhaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann vielleicht auch schon mit der dritten Version dann. Finally auch einem Announcement der neuen Friesenfarbe. Und wenn ihr euch übrigens fragt, hey, Friesen, wann sollen die eigentlich kommen? Sehr wahrscheinlich schon, wenn man den Stand mal hier so sieht, zum Winter-Update. Vielleicht nur noch so ein bisschen einen Feinschliff und die Farben drüber, dann hätten wir nämlich schon die Friesen noch am Ende dieses Jahres verfügbar. Und wir können gespannt sein, wo sich dann die Preise einpendeln werden, denn die Friesen waren ja immer eher so am oberen Preissegment. Also, ich bin gespannt, die Haare gefallen mir soweit schon ganz gut. Aber ich finde, an so ein paar Stellen sollte noch so ein bisschen drüber gepolished werden. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.